Es ist immer gut, wenn man nicht nur DAX-Aktien kauft, sondern wenn man sich auch mal anschaut, was sonst so los ist auf der Welt. Und wir schauen uns heute eine Börse an, da konnte man in den letzten 10 Jahren Renditen erzielen von 300 bis 600%, je nach Anlagevehikel natürlich. Und zwar nicht mit Einzelaktien, sondern wirklich auch auf der Marktebene. Jetzt im Zuge von der Coronavirenkrise hat auch diese Börse natürlich korrigiert, was jetzt aber auch wieder eine Einstiegschance sein kann. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Das heutige Thema, das habe ich im letzten Video schon angekündigt. Ich habe aber nicht gesagt, um welches Land es heute geht. Ich habe nur gesagt, es geht um ein asiatisches Land. Es ist ein Land mit den höchsten Wachstumsraten weltweit. Es ist außerdem ein möglicher Profiteur vom amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt. Und es ist sehr erfolgreich bei der Bekämpfung des Coronavirus. Es schlägt sich da sehr gut. Ein paar Zuschauer haben dann in den Kommentaren geraten, welches Land das sein könnte. Und die meisten haben auch recht gehabt mit ihrer Vermutung. Heute geht es nämlich um Vietnam. Und wie gesagt, Vietnam schlägt sich zum Beispiel bei der Bekämpfung vom Coronavirus extrem gut. Vietnam hat bis jetzt nur 270 offizielle Infizierte und keinen einzigen Corona-Toten. Solche Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen immer, aber es ist schon wirklich beachtlich, wenn man bedenkt, dass Vietnam ja immer noch ein armes Land ist, auch kein besonders gutes Gesundheitssystem hat und dafür hat es aber eine Grenze mit China, die 1300 Kilometer lang ist. Wie hat Vietnam das geschafft? Vietnam war mental natürlich irgendwie vorbereitet durch die SARS-Krise 2003. Vietnam hat auch extrem schnell reagiert, hat die Grenze schnell dicht gemacht, hat Einreisende in Quarantäne gesteckt und es hat aber vor allem auch Kontakte ganz exzessiv nachvollzogen. Pro Infizierten sind 790 weitere Leute getestet worden. Und so hat man es offenbar wirklich geschafft, den Virus zurückzudrängen. Und da muss man schon sagen, Hut ab. Und es wäre schön gewesen, wenn sich ein paar reichere Länder da auch ein bisschen dran orientiert hätten und sich da ein bisschen was abgeschaut hätten davon. Und damit wäre Vietnam natürlich für dieses Jahr ein wunderbares Urlaubsland, wo man sich sicher fühlen könnte, wo man sich noch ins Getümmel stürzen könnte und in Garküchen gehen und über Märkte und was man eben gern so macht als Tourist. Und für mich persönlich steht Vietnam im Zukunftsmärkte-Ranking für die Urlaubsländer 2020 auch mit ganz oben. Die Frage ist leider nur, dürfen wir dahin? Dürfen wir raus? Dürfen wir dahin? Wer bringt uns hin? Und lasst uns Vietnam dann auch rein? Weil als Deutsche und als Europäer sind wir mittlerweile ja doch schon ganz schön durchseucht. Also mit anderen Worten, es geht natürlich erstmal alles nicht. Und das ist auch ein Grund dafür, warum auch Vietnam stark unter der Coronavirenkrise leidet. Der Tourismus steht dafür 6% vom Bruttoinlandsprodukt oder indirekt wahrscheinlich noch um einiges mehr. Der Tourismus ist natürlich zusammengebrochen in Vietnam. Dann gab es auch in Vietnam Lockdowns natürlich und, was noch dazu kommt, eine relativ hohe Abhängigkeit vom Export. Und es hilft einem ja nichts, wenn man selber das Virus erfolgreich zurückgedrängt hat im eigenen Land, aber wenn die Handelspartner, mit denen man Handel treibt, da immer noch alle drunter leiden. Trotzdem, in den ersten 4 Monaten ist der vietnamesische Export weiter gestiegen um weitere 5%. Und zwar nicht nur dank Atemschutzmasken oder Kaffee, sondern vor allem auch dank Computern und Elektronikkomponenten. Die waren stark gefragt und darum ist auch das vietnamesische Wachstum im ersten Quartal noch bei 3,8% gewesen. Das war zwar ein starker Rückgang gegenüber dem Vorquartal, weil im Vorquartal war das Wachstum noch bei 7,0%,
Aber 3,8% Wachstum im ersten Quartal in diesen schwierigen Zeiten, das ist immer noch ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Und hier haben wir das vietnamesische Wachstum die letzten 10 Jahre. Das sind die Daten von Trading Economics. Ganz hinten hier natürlich der Einbruch, jetzt das letzte Quartal. Im zweiten Quartal wird es dann auch nicht besser wahrscheinlich. Aber wir können schon sehen, die letzten 10 Jahre war das Wachstum eigentlich immer bei über 5% oder teilweise sogar auch bei 7% oder noch mehr, gerade auch in den letzten 3 oder 4 Jahren. Und damit ist Vietnam natürlich ganz klar eine Wachstumsstory. Wie hat sich das an der Börse niedergeschlagen? Das hier ist der berühmte Ho Chi Minh Index. Der ist von 2009 bis 2019 um 282% gestiegen. Teilweise waren natürlich noch stärker im Plus und dieses Jahr haben wir dann dafür auch den starken Einbruch gehabt durch die Coronavirenkrise und im Anschluss dann klassisch wieder eine gewisse Erholung, also konform im Grunde zu vielen anderen Börsen auch. Und Langfristanleger, die da engagiert waren, die sind auch immer noch ganz gut im Plus. Es wäre aber auch besser gegangen, wenn man auf bestimmte Vietnam-Anlageprodukte gesetzt hätte, die auch stärker zum Beispiel jetzt in mittelgroße Werte investieren. Zum Beispiel Anteile von Vietnam Holding, die sind von 2009 bis 2019 gestiegen um über 300%. Oder wenn man beim berühmten Vietnam Opportunity Fund dabei gewesen wäre, der ist in dem Zeitraum sogar um mehr als 600% gestiegen. Hat jetzt natürlich auch wieder korrigiert. Zur Bewertung der vietnamesischen Börse, also der MSCI Vietnam zum Beispiel, wo Schwergewichte dominieren natürlich, der hat eine Bewertung beim KGV von 15, er hat ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,6, die Dividendenrendite ist unter 2%. Das ist auch wichtig zu wissen. Also Vietnam ist jetzt nicht unbedingt ein total günstiger Markt, wo man jetzt die tollen Value-Schnäppchen machen würde. Unterm Value-Aspekt sind viele andere Schwellenländer deutlich günstiger bewertet. Der Grund, warum man in Vietnam investiert, ist, das ist nicht das Preisniveau, sondern das ist wirklich die vietnamesische Wachstumsstory. Und warum haben wir so eine interessante Wachstumsstory ausgerechnet in Vietnam? Das liegt eigentlich daran, dass Vietnam wirtschaftlich gesehen ein Spätzünder ist im Grunde. Also Vietnam ist ja sozialistisch offiziell nach wie vor. Es war auch relativ lang abgeschottet von der Weltwirtschaft. Andere asiatische Länder sind deutlich weiterentwickelt. Die Tigerstaaten natürlich zum Beispiel, also Südkorea, Hongkong, Singapur, Taiwan, China natürlich auch. Aber dadurch hat man als Anleger natürlich jetzt in Vietnam die Konstellation, die man in vielen anderen asiatischen Ländern gehabt hat, so vor 20, 30 Jahren. Und die aus Anlegersicht ja auch immer ganz gut funktioniert hat. Also hohes Wachstum von einem Niveau aus, das noch sehr niedrig ist. Und dann die typischen Trends, Urbanisierung, Modernisierung, Produktivitätswachstum und das Entstehen von einem Mittelstand so allmählich. Das sind ja immer die klassischen Argumente gewesen für Schwellenländerinvestments und in Vietnam haben wir diese Argumente jetzt eben noch in Reinform. Es geht aber nicht nur darum bei der ganzen Sache, dass Vietnam noch relativ arm ist. Arme Länder gibt es viele, es geht aber nicht in allen armen Ländern aufwärts. In Vietnam geht es aber aufwärts. Und das liegt daran auch, dass sich Vietnam wirklich etabliert hat in den letzten Jahren als Produktionsstandort für viele ausländische Konzerne. Das hier sind die durchschnittlichen Fabrikarbeiterlöhne gewesen im Jahr 2018. Ist an sich natürlich nicht sehr erfreulich für die Vietnamesen. Man sieht hier beispielsweise, dass ein vietnamesischer Fabrikarbeiter weniger als die Hälfte verdient hat von einem chinesischen Fabrikarbeiter. Was aber natürlich auch mit ein Grund dafür ist, dass auch viele chinesische Firmen mittlerweile Produktion verlagern nach Vietnam. Und diese niedrigen Löhne, die sind natürlich auch ganz allgemein ein wichtiger Standortvorteil. Und im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Löhne auch niedrig sind, verfolgt Vietnam eben auch eine
industriefreundliche und investorenfreundliche Politik mit Steuererleichterungen, mit Subventionen, mit großen Infrastrukturinvestitionen in Straßen, in Häfen, in Kraftwerke und so weiter. Es wird zwar viel geschimpft nach wie vor, dass die Infrastruktur immer noch irgendwie unzureichend sei in Vietnam, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Ländern, die eben auch sehr arm sind und wo die Lohnkosten auch sehr niedrig sind, dann hat Vietnam im Vergleich dazu eben eine sehr gute Infrastruktur. Und das führt zu einem hohen Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen. Die waren jetzt in den ersten 4 Monaten zwar auch rückläufig um 5%, 15% gegenüber dem Vorjahr, aber es waren immer noch 12,3 Milliarden Dollar. Vietnam wird also aufgepäppelt und aufgepämpt sozusagen von ausländischen Konzernen, von Samsung, von Intel, von chinesischen Unternehmen. Und das heißt für die Zukunft dann natürlich eben auch wieder steigende Exporte. Und das ist ein Trend, der könnte durch die Handelskonflikte, die wir haben, noch beschleunigt werden und verstärkt werden. Ich habe in meinem letzten Video die Befürchtung geäußert, dass sich der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal verschärfen könnte. In einem Land wie Vietnam, dem spielt das in die Hände unter Umständen. Weil es gibt natürlich viele westliche Unternehmen, die gerade in China produzieren und die werden versuchen, ihre Produktion zu diversifizieren jetzt nach Ländern. Und Vietnam ist da eine interessante Alternative. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die chinesischen Hersteller. Die versuchen das natürlich genauso. Also von beiden Seiten, aus beiden Lagern nimmt das Interesse an Vietnam zu. Handelskonflikte sind grundsätzlich natürlich erstmal negativ. Sie belasten ja die globale Konjunktur und das ist auch für Vietnam jetzt mal grundsätzlich nicht so gut. Aber Vietnam wäre eben ein Land, das darunter nicht nur leidet, sondern mittelfristig vielleicht auch davon profitiert. Was sind die Risiken von Vietnam? Ein Risiko ist das politische System natürlich, ganz klar, auch die Intransparenz, die man dadurch hat. Dann haben wir Kapitalverkehrsbeschränkungen und Beteiligungsbeschränkungen. Also Vietnam ist noch keine offene Wirtschaft. Vietnam will in manchen Sektoren eben auch die Kontrolle behalten. Und ein Problem, das man in solchen Ländern eben auch oft hat, also junge, wachstumsstarke Volkswirtschaften, das ist die Gefahr, dass sie eben kurzfristig überhitzen, dass zum Beispiel die Inflation zu stark steigt, wobei das zurzeit eher weniger ein Problem ist, oder dass es eben auch in manchen Sektoren Spekulationsblasen gibt und auch, dass beispielsweise da das Bankensystem mit dem Wachstum nicht mehr hinterherkommt und dass dadurch Krisen entstehen. Zum Beispiel 2011, 2012, da hat der vietnamesische Bankensektor auch schon rekapitalisiert und reformiert werden müssen, weil er eben mit diesem Wachstum und auch mit den steigenden Risiken dadurch, weil er das kapitalseitig nicht mehr so stemmen konnte. Gut. So viel zu Vietnam, das war ein kurzer Überblick. Man könnte sehr viel noch natürlich sagen zu Vietnam. Für mich ist Vietnam nach wie vor ein sehr spannender Aktienmarkt. Es ist vielleicht sogar einer der spannendsten momentan. Ich würde da natürlich jetzt auch nicht voll ins Risiko gehen. Vietnam ist auch kein Markt, wo man jetzt sagen muss, da muss ich jetzt ganz groß einsteigen und da setze ich alles ein. Aber Vietnam ist eine interessante Beimischung. Gerade wenn man das Ganze auch als Anleger ein bisschen langfristig sieht, da kann man schon immer wieder mal ein bisschen was einsetzen, würde ich sagen. Die Frage ist, wie setzt man da was ein? Wie investiert man in vietnamesische Aktien? Ist nämlich auch gar nicht so einfach. Also Einzelaktien, die bei uns auch gehandelt werden, die gibt es eigentlich nicht. Was ich schon erwähnt habe jetzt natürlich, das sind diese speziellen Fonds und Anlagevehikel, aber auch da ist die Sache oft relativ kompliziert, teilweise eben auch wegen der Steuerthematik. Und dazu gehe ich ins Detail und ich schlage auch ein paar Sachen und ein paar Produkte vor, und zwar im nächsten Zukunftsmärkte-Reports.
Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind natürlich gratis und die kriegen Sie auch ganz einfach, indem Sie sich ein einziges Mal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür, für diese Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und wie gesagt, im nächsten Report, da geht es eben um Vietnam, also welche Anlagemöglichkeiten haben wir da und was müssen wir da beachten. Und außerdem stelle ich dann noch eine Einzelaktie vor von einem Unternehmen, das zwar nicht direkt aus Vietnam ist, sondern aus Singapur, aber dieses Unternehmen hat stark in Vietnam investiert in den letzten Jahren und dürfte dadurch auch vom vietnamesischen Wachstum profitieren. Also freuen Sie sich auf den nächsten Zukunftsmärkte-Report und hier sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn Sie wollen. Es gibt immer interessante Börsen, es gibt immer interessante Märkte. Das Wichtigste ist einfach, dass man ein bisschen die Augen offen hält und schaut, was weltweit so los ist. Aber das tun Sie ja, sonst hätten Sie dieses Video ja auch nicht geschaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen fürs Zuschauen. Bis bald.